Schock für den FC Augsburg. Der Tabellenachte muss in den nächsten 6 Wochen auf Top-Torjäger Alfred Finnbogason verzichten. Der Isländer zog sich eine Muskelverletzung in der linken Wade zu und fällt aus. Damit muss der FCA neben Jeffrey Uveljuf einen weiteren Leistungsträger ersetzen. Finnbogason hatte bereits zu Jahresbeginn mit Problemen an der Achillessehne zu kämpfen und verpasste den Rückrundenstart. Gegen Gladbach und Köln stand er zuletzt wieder in der Startelf. Nun folgte der nächste Rückschlag, diesmal ein gravierender. Die Verletzung befinde sich am Übergang zwischen der Wadenmuskulatur und der Sehne, erklärte FCA-Trainer Manuel Baum. Am Muskel ist auf jeden Fall etwas kaputt, an der Sehne ist es schwer zu sagen. Die Diagnose, die Baum am Freitag verkündete, hatte sich am Donnerstag, Finnbogasons 29. Geburtstag, bestätigt. Punkt. Mit 11 Saisontreffern ist Finnbogason derzeit der drittbeste Torjäger der Bundesliga. Sein Ausfall trifft den FCA hart. Es ist bereits die zweite Hiobsbotschaft dieser Woche nach der Verletzung von Abwehrchef Uveljuf, der mit einem Innenbandteilriss im Knie bis zu 8 Wochen ausfällt. Es ist schmerzlich, dass mit Alfred und Jeff zwei unserer drei Kapitäne länger nicht auf dem Platz stehen werden, sagte Baum. Am Sonntag gegen Frankfurt muss er zudem auf Ali Khedira, Gelbsperre, verzichten. Für Uveljuf rückt Kevin dann so in die Abwehr. Im Angriff beginnt anstelle von Finnbogason entweder Sergio Córdoba oder Michael Gregoritsch rückt von der 10er-Position nach vorne.